ganz schön heiß hier, was? Ist doch aber eine geile Stimmung. Eine Cola bitte. Christian geht ja ganz schön ab. Das ist halt unser Partyhengst. Stimmt so. Bitte. Ja, au! Oh, so ein Mist, entschuldige. Kein Problem, ich will zu einer guten Party dazu. Kann ich bitte mal einen Lappen haben? Danke. Zeig mal her, dann lässt sich doch bestimmt noch was retten. Puh, ihr geht hier richtig zur Sache. Was denkst du denn? Komm, das ist ein geiles Lied, lass uns tanzen. Ach nee, du Moment nicht. Selber schuld. Tom! Schade, dass er nicht auf Typen steht, ha? Du hast von Karos Mäcki mit Live-Klavierbegleitung. War echt geil. Vorher mal. Nicht weiter erzählen, ich würde den Film auch noch gerne sehen. Oh, du, der läuft leider nicht mehr. Ich würde auch gerne mal einen Stummfilm mit Live-Musik sehen. Oh. Wollt ihr auch einen Schluck Wein? Nee, du, ich bin total groggy. Ich nehme noch einen Schluck für den Heimweg. Tja dann, viel Spaß noch, Jungs. Und mach nicht zu viel Lärm. Ich wollte mit dir auf den netten Abend anstoßen. Oh Mann, die Kleine vorhin im Club, die hat mir gleich ihre Telefonnummer gegeben. Und? Rufst du sie an? Mm-mm. Nach Daniela brauche ich erstmal eine Verschnaufpause. Aha. Wie sieht's denn eigentlich bei dir beziehungsmäßig aus? Du, seit ich mich von Uni getrennt habe, bin ich allein. Wieso habt ihr euch getrennt? Ich musste nach München ziehen. Jobmäßig. Na und? Ich stehe leider nicht auf Fernbeziehung. Und? Schon jemand Neuen kennengelernt? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ist doch normal, oder? Bei mir dauert es einfach eine Weile, bis mir Mann gefällt. Und Frauen haben bei dir wirklich überhaupt keine Chance? Nicht, dass ich wüsste. Neugierig bist du gar nicht, hä? Ein pures Interesse, weiter nichts. Oh, Mist. Was ist? Meine letzte Bahn ist vor 2 Minuten gefahren. Ja, wäre bestimmt auch ein Nachtbus. Könnte ich nicht hier schlafen? Hier? Eigentlich war die Kleine vorhin im Club ja doch ganz süß. Was meinst du, soll ich die vielleicht doch mal anrufen? Klar, wenn sie dir gefällt. Ich meine, mehr als auflegen kann sie ja eh nicht. Ich muss ins Bett. Okay, ich habe einen ziemlich lebhaften Schlaf. Ja und? Stoß mich einfach kurz an, dann höre ich schon wieder auf. Was? Ja, vielleicht merkst du es ja auch gar nicht. Dein Bett ist doch groß genug, oder? Moment mal, du willst doch nicht mit mir zusammen in einem Bett schlafen. Ich tu dir schon nichts. Ich überzieh dir das Sofa. Oh, jetzt mach daraus bloß nicht so einen Akt. Ist doch nur für eine Nacht. Ach du, geht ganz schnell. Von mir aus ist ja auch egal, wo ich penne. Ich hol dir mal das Bettzeug, okay? Der braucht aber viel Schlaf. Und ihr? Hattet eine heiße Nacht? Okay, die Arbeit ruft. Und danke nochmal. Du kannst ja nicht super verwöhnen. Kein Geschehen. Mach's gut, Christian. Man sieht sich. Und wir können ja mal ins Kino gehen. Ruf mich an, ich würde mich freuen. Okay, ciao. Ciao. Was grinst du denn so blöd? Du bist ja wirklich von einer ganz schnellen Truppe. Deine Fantasien kannst du dir schenken. Oliver hat auf dem Sofa geschlafen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Oliver, dich hänge ich allemal ab. Du wirst nach dem Joggen froh sein, wenn du im Kino sitzen kannst. Aha, ich hol dich ab. Bis dann, ciao. Hi. Ach, hallo ihr beiden. Seit wann gehst du denn joggen? Du, in meinem Job muss ich mich fit halten. Und erst recht für Oliver. Christian, red keinen Scheiß. Hey, kann mich mal jemand aufklären, was hier los ist? Das ist das alte Drama. Dein Bruder wildert wieder mal in den Revieren der Heteros. Christian, ich hab dir gesagt, du sollst die Klappe halten.
Willst du wissen, wer es ist? Ich warne dich. Unser aller Freund, Oliver. Das ist nicht wahr.